bist hier bei Jonessa. Daily, daily Jonessa. Oha. Jo, was geht ab? Ich habe einfach so ein kleines Sonnendreieck, Viereck im Gesicht. Crazy. Guten Morgen. Es ist Freitagmorgen und wie ihr seht, ich sitze auf meinem Trampolin. Ich habe gerade mal ein Workout gemacht. Ich bin todes am Schwitzen. Und meine Beine tun so weh von diesem Kack-Workout von gestern. Das war mein Bauch, hat man das gehört? Nein. Aber ich bin jetzt fertig, im wahrsten Sinne des Wortes. Fabi hat auch gerade hier zu Hause Sport gemacht. Und die Sonne scheint gerade richtig geil hier rein. Hallo Styles. Hallo Fabio. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendwas sieht. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfilme. Da ist Fabio. Ja, das heißt, wir sind jetzt beide fertig mit Sport und ich geh jetzt erstmal duschen. Boah, ich bin so am Schwitzen. Fick die Henne. Hello, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war jetzt ein bisschen unterwegs. Ich musste was in der Stadt erledigen. Oh, und bin wieder zu Hause. Und ich bin so froh, dass ich jetzt keinen Sport mehr machen muss, dass ich das heute schon gemacht habe. Weil eigentlich wollte ich ein bisschen länger schlafen und dann später Sport machen. Bin dann aber doch um 7 aufgestanden und habe Sport gemacht und habe es jetzt hinter mir. Und ich bin sehr froh darüber. Und ich habe so Schmerzen in meinem Bein. Hier, oberhalb der Kniekehle. Von gestern, von dem Training, weil das hat so reingehauen. Boah, meine Beine tun weh bei jedem Schritt, beim Hinsetzen, bei Hallo Styles, bei allem. Ja, deswegen bin ich heilfroh, dass ich es jetzt hinter mir habe, dass morgen und übermorgen Sport frei ist, weil da ist ja Wochenende. Oh, ich bin so froh, jetzt habe ich Hunger, weil mittlerweile ist es, glaube ich, gleich um 12 und ich habe noch nichts gegessen. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal was zu frühstücken und mache mich dann an die Arbeit, ans Videoschneiden. Für heute und fürs Wochenende. Genau. Und ich habe vor, heute eine Torte bzw. einen Kuchen zu machen, weil von dem Dessert gestern haben wir noch so viel Eiweiß übrig, also getrennt Eiweiß. Und ich will das nicht wegschmeißen, weil ich hasse es, Sachen wegzuschmeißen. Und deswegen habe ich mir ein Rezept rausgesucht, wo man viel Eiweiß für braucht. Und habe dann so einen Kuchen gefunden, so eine Haselnusstorte oder Haselnusskuchen oder irgendwie sowas. Problem nur, ich habe keine Haselnüsse da. Ich muss mal gucken, was ich dann mache, ob ich irgendwie andere Nüsse verwende oder das ist eigentlich noch so. Oder? Ich weiß noch nicht, wird ein bisschen improvisiert. Ja, das werde ich dann später machen, wenn ich mit meinen Videos fertig bin. Genau. Platztausch. Guckt mal, wer hier liegt. Mr. Stilinski. Hört ihr ihn? Dass eine gute Konstruktion ist. Man weiß es nicht. Ich bin jetzt soweit fertig mit Schneiden. Ihr steht jetzt auf Mehl, Zucker und einem Deckel. Wir wissen noch nicht, ob das gut ist. Ich möchte jetzt diesen Kuchen backen. Danke für dieses Zeichen. Und zwar, sage ich euch auch gleich, wie das heißt, Haselnuss-Baiser-Torte mit Bananen-Karamell-Füllung. Und dazu brauchen wir Öl zum Einfetten, Zucker, Haselnüsse, Eiweiß, Weißwein, Essig, Karamellbonbons, eine Banane, Sahne, Zartbitterschokolade, Sahne, Vanillezucker, Haselnüsse, Backpapier, Sparschäler, Backofen, Springform. Das klingt gut. Und ich dachte gerade, ich muss irgendwas ersatzweise für Haselnüsse nehmen. Aber schaut mal, was ich noch gefunden habe. Gemahlene Haselnusskerne. Ich weiß zwar nicht, ob es noch 150 Gramm sind. Sonst nehme ich noch Mandeln dazu. Aber vielleicht passt das ja so. Jetzt muss ich den Ofen auf 190 Grad vorheizen. Hallo Stacy. Ich habe nur einen Springform. Zwei Springformen mit Backpapier auslegen und Rand einfetten. Ja, lol. Das fängt ja schon gut an, hör mal. Kleine Menschen und so. Okay. Ich habe eine ganz kleine Springform. Okay, also die ist größer als 20 cm und die ist kleiner. Aber ich glaube, ich nehme die, weil hinterher ist der sonst zu dünn. Dann mache ich lieber dicker als zu dünn. Und nehme dann einfach noch den Tortenring und kleide den irgendwie aus. Dann lasse ich den vielleicht so groß, vielleicht ist der 20 cm. Dann geht das halt so ein bisschen
nach oben. Dann kann ich das ja so machen. Da nicht. Und bei dem anderen mache ich es jetzt so und stelle das dann halt da drauf und hoffe einfach, dass es klappt. Wir werden sehen. Halbwegs. Okay, 250 Gramm Zucker. Ach so, der wird jetzt scheinbar zu Puderzucker gemacht. Puderzucker. Okay, jetzt schauen wir mal, ob das noch 150 Gramm sind, weil die müssen da ziemlich rein. Also eigentlich ganze Haselnüsse, aber scheißegal. Und der Rühraufsatz rein. 5 Eiweiß. Die habe ich ja noch von gestern. Hier wird nichts verschwendet, Leute. Gar nichts. Wird das jetzt steif geschlagen? Sieht ganz geil aus. Sieht aus wie so Kinder-Bueno-Creme. Bühnung! So, jetzt entfernen wir den Rührsatz. In die beiden vorbereiteten... ich kann es nicht aus Springformen geben. Je ca. 240 Gramm. Lass mal probieren hier. Geil. Und das, obwohl ich gar nicht so der Nusstyp bin, aber diese so Haselnusscremes und so ist schon... Premium. Dann baller ich das jetzt mal in den Ofen rein. Okay, Leute, das kühlt jetzt hier ab. Da. Und ich werde jetzt anfangen zu kochen. Und eigentlich wollte ich das machen. Nur irgendwie habe ich vercheckt, Brokkoli dafür zu kaufen. Weil da steht Brokkoli. Und ich habe es vercheckt. Deswegen gibt es jetzt was anderes. Das gab es ja letztens. Und zwar das. Ich habe irgendwie gar keinen Bock da drauf, aber ich hoffe einfach, dass es mega geil schmeckt. Dazu brauchen wir Suppengemüse, Öl, Wasser, Salz, Kartoffeln, Wirsing, Emmentaler, Butter, Sahne, Speisestärke, Salz, Pfeffer und Muskat. Und das werde ich jetzt zaubern. Wirsing hat das ganze Jahr über Saison. Er hält viele Vitamine und schmeckt zudem noch lecker. Aber machen Sie sich keine Gedanken über hübsch Anrieb, bla bla bla. Okay, ich mache das jetzt. Hier ist jetzt die Käsesoße. Und hier Wirsing. Oh, Hilfe. Und Kartoffeln. Da kommt das jetzt rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, es ist Zeit für Unboxing. Gib mal kurz ein Feedback zu dem Essen. Zu dem hier? Ja. Ja, die ungarische Salami war lecker. Nee, also war, also kann man essen, ist aber nichts. War okay. Kann man, es ist halt nichts Besonderes. Ich hätte jetzt keinen Bock, eine zweite Portion zu essen und ich werde es auch nicht nochmal kochen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man es nicht essen konnte. Richtig. Gut ausgedrückt? Ja. Okay. Das war gut. Zeit für eine Degusta-Box. Möchtest du die Preise vorlesen? Nein. Okay. Das machst schön, Extra du. Fett. Ja, warte kurz. Wir haben... Gib mal deinen Fuß. Ah, ich trete gleich ins Gesicht. Ja, ich soll doch Fett lecken. Wir haben... Kitzinger Backkönig Invertzuckercreme. Wo liegt Kitzingen? Ich weiß nicht, im Osten wahrscheinlich. Nein. Bayern. Was soll das sein? Was ist das? Schmeckt köstlich als Brotaufstrich im Mixgetränk, in Kuchen, Gebäck und Süßspeisen. Das ist einfach nur eine Zuckercreme. Die kann ich direkt benutzen, weil die ist vielleicht für meinen Kuchen. Echt? Ja, aber wir haben noch welche, von daher mache ich die jetzt nicht auf. Ah, die sind so geil mit Schoki. Die sind geil. Mit Schoki noch drin. Voll okay. Geil. Ja, ich bin nicht so der Werthas. Wer ist das Original? 1,89 kosten die. Achso, das andere hat 1,65 gekostet. Aber hast du die schon mal mit Schokolade drin probiert? Nein. Die sind nämlich geil. Okay. So, die Karamell sind ganz gut, aber die sind geil. So, dann haben wir ein Porridge drin. Das hatte ich letztens auch in einer anderen Box. Ich mag das. Mir jemand geschrieben, dass das nicht so geil ist, aber ich finde das lecker. Kennst du das? Nee, ne? Porridge an sich, nein, ja, aber die Marke. Nee. Verival? Steht kein Preis dran. Das ist auf jeden Fall... Warum steht da kein Preis dran? Ich weiß nicht. Ja, und was bezahlt man dann? Eine Sorte pro Box. Ja, weiß ich nicht. Okay. Das ist Bio, Erdbeere und Chia. Glutenfrei. Ist aber ganz lecker. So, dann, oh, das ist cool. Guck mal, haben wir Toastbrötchen, Dinkel. Oh ja, das ist cool. Das ist cool, ne? Ja. Die kosten 1,29 € und sind von Harry. Und Oma kommt. Wenn du überlegst, ey, 4 Scheiben Brot, ey, 1,29. Nein, das sind doppelt. Das sind 2, 4, 6. 2, 4. 6, 8, Sven, dann, ne? Also, ja, 8, ne, weißt du. 1 Euro, die atme ich doch weg. So. Ja, Alter. Einfach nur so. Maßstab. Guck mal, dann haben wir so einen Lays-Mix mit so 3 verschiedenen Chips-Dingern jo, da drin. Jo, cool. 1,59. Nice. Paprika.
Paprika. Guck mal, dann diese, wie auch immer diese Firma heißt, diese Waffeln mit Kakao und Milch. Das sind Fake-Napoletaner, ja, sage ich immer. Lecker. Ja, die sind okay. Die sind lecker. Die habe ich nämlich letztens auch mal gehabt und schon probiert und die sind lecker. So, das kannst du hier haben. Was ist das, alkoholfrei? Kirschbier. Oh nee, das ist wie Porter. Jenny schnellt mal, also Marc schnellt. Super, ja, für Dimi, wenn er das nächste Mal kommt, ja, kann er trinken. Kann er das auch trinken. Ja. Pink Grapefruit. Achso, das Bier kostet 1,79 und das 1,90. Eine Flasche? Mhm. 1,79 €? Mhm. Junge, Alter. Spritz. Spritz. Spritzero. Steht drauf. Ja. Ja, wenn das mal hier fokussieren würde. Oh, jetzt haben wir was Cooles. Ja, deine Kamera ist echt super. Hm, super toll. Schön, wie sie das kann. Da. Spritz. Spritzero. Pink Grapefruit. Produkt des Monats. Eine Marmelade, Erdbeere mit 50% weniger Zucker. Das ist cool. Super. Ja, findest du? Gib mal her, lass mich mal umdrehen. 2,49. Also, lass mal einen Kenner rein. Ohne zusätzliche Süßungsmittel. Und ja, auf 100 Gramm haben wir da trotzdem 27 Gramm Zucker drin. Ja, Fruchtzucker wahrscheinlich, ne? Ja, macht keinen Unterschied im Brennwert. Ja, aber trotzdem. Ist gesünder als raffinierter Zucker. Etwas, aber nicht. Schon. Das macht keinen großen Unterschied. Ein Kappa-Tee. Was für eine Sorte? Lemon, Cinnamon, Ginger und Black Pepper. Ja, das ist ein scharfer Tee. Interessant, auf jeden Fall. Don't worry, the peppy. 2,99. Super. Oh mein Gott. Ich muss dir eine Frage stellen, Fabio. Letztens habe ich doch gesagt, wenn ich beim nächsten Mal einkaufen gehe, gibt es zwei Sachen, die ich unbedingt kaufen will, weil ich da voll Bock drauf habe. Nenn mir diese zwei Sachen. Boah, Alter, du kennst mich doch. Komm schon, worauf hatte ich Bock? Ja, ich erinnere mich, dass du mir da mal was gesagt hast, aber... Kannst du nicht das Mikro zuhalten? Ich erinnere mich, dass ich also was gesagt habe. Also das eine war Bananen. Ja, stimmt. Und das Bananen. Andere? Das war auch so, wo ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Warte. Kennst du diese Leute in der Schule? Noch von damals? Ja, jo. Ein Saft. Und ich habe vergessen, Orangensaft zu kaufen. Und jetzt, okay, es ist kein Orangensaft, es ist Tropical Frühstückssaft. Mit Mango und Guavenmark, aber sieht aus wie Orangensaft, von daher zählt es. Kostet 1,79 € und da freue ich mich gerade ultimativ zu. Oh, guck mal, da ist Benjamin Blümchen drauf, und Bibi und Tina. Ich glaube, das war's. Ja. Fazit. Schmeißt du mich auf die Chips? Oh, hier sind noch Rezepte. Fazit. Fazit, du hattest schon mal bessere Boxen. Muss ich sagen. Aber ich weiß, du freust dich darüber. Also ich finde gut. Orange finde ich gut, Saft finde ich gut. Wert, das finde ich gut, das kann ich glaube ich nicht Spritzero. Gebrauchen. Die beiden Alkoholsachen kann ich nicht gebrauchen. Das finde cool. Ich gut. Spritzero. Also ich würde sagen, Spritz. Das Bier. Spritz. Das Bier. Spritz. Und das ist jetzt nicht so mein Fave und den anderen den ganzen Rest finde ich cool. Spritz. Also ist okay, würde ich sagen, oder? Spritz. Spritz? Ja, du, hier, damit kann ich nichts anfangen. Wieso? Probier denn mal, ich wette, da ist Pfeffer drin. Ich will keinen Pfeffertee trinken. Junge, Junge. Backkönig. Wetten? Hier, damit kann ich was anfangen. Nein, das meine ich. Ja, Marmelade, ja, mag lass ich zwar. Lass den mal gleich probieren. Damit könnte ich vielleicht noch was anfangen. Lass den mal gleich das probieren. War's. Du kannst auch mit den Chips was anfangen, mit den Brötchen, du ja, bist auch ja, Porridge. Ja, 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 ja. Ich esse jetzt ein Frühstücksaft. Okay, tschüss. Staubsauger an. Ich mach. Nur riechen. Nur riechen. Warte kurz. Nicht trinken. Er hat getrunken. Schmeckt scheiße, gib her. Ich trinke das leer. Okay, tschüss. You like diese?
Ja, da hängt. Mach kein Auge, ja? Ja, komm, aufräumen. Nein, mach selber. Ich muss den Kuchen noch machen. Ja, gleich. Wir müssen erst eine Folge gucken, ja. Hilzi. Hilza. Wie sie da hängt in ihrer Hängematte. Mit dem Schwanz vorne raus. Ja. Oh, ein bisschen gezoomt. Von deinen Nasenlöcher. Nein, bisschen. Wo ist die Packung, Ada? Zweite Packung ist jetzt am Start, scheint zu schmecken. Massephase. Hm. Fettphase. Hä? 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 Mach kein Auge. Feige. Oh. Model. Oh, tut mir leid. Okay. Boah, ist das komisch, so gesund. Ja, bitte? Was willst du denn? Holzhuse. Ihr zwei. Uah. Voll auf meinen Bock. Uff. Jetzt? Schmusen. Ja, mach mal jetzt anders deinen Kack. Ich will den Kuchen Gott fertig machen, ey. Boah. Mmh, guck mal. Oh, hier ist ein bisschen die Creme runtergelaufen. Geil. Ich hab den jetzt noch komplett fertig gemacht. Hab noch so ein paar Kügelchen oben drauf. Den schneide ich jetzt an und dann können wir essen. Na, ihr beiden Süßen. Das ist mein Baby. Das sieht aus. War sehr mächtig. Ja, ich kann den nicht essen. Aber diese Bananen-Karamell-Creme war mega geil. Der Rest. Ich kann das nicht essen. Zu süß. Das ist mir eindeutig zu süß. Erstmal was. Herzhaftes. Er so. Gib. So, ihr Schnuggelpuppen. Ich hatte gerade eine leicht stressige Situation, weil ich wollte eigentlich mein Video, was nächste Woche Mittwoch kommt, Montag drehen, Dienstag schneiden, Mittwoch online stellen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich das vorher zur Überprüfung abschicken muss, 3 Tage vorher. Das heißt, ich habe mich jetzt gerade wesentlich früher fertig gemacht und geschminkt, das Video gedreht, werde es morgen schneiden und dann habe ich das fertig für Mittwoch und hoffe dann, dass es abgesegnet wird, gut ankommt und ich es so hochladen kann. Jetzt, 100 Jahre später, werde ich arbeiten gehen. Fabio ist schon auf der Arbeit, der hat dann dementsprechend früher Feierabend. Ich nicht. Ich habe heute spät und morgen spät. Nicht schlimm. Und da mache ich mich jetzt auf den Weg und wir sehen uns später oder so. Bye. Hallo, ihr Lieben. Oh, jetzt kommt aber ein uncooles Lied.
Leute, es beginnt wieder die Zeit, wo man nach Hause kommt und es hell ist. Oh ja, das meinte ich nicht mit hell, sondern eher das ganz normale Tageslicht. Oh mein Gott. Love it. Not. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,